Hallo, in diesem Video möchte ich zusammen mit Hermann Miele mal einen kleinen Einblick geben, wie man eine Osmoseanlage in einem Wohnmobil einbauen und betreiben kann. Ja, ich bin Michael Scholze, Physiker, Wasserforscher und betreibe den Blog www.lebendiges-trinkwasser.de und freue mich, dass heute Hermann Miele bei mir zu Besuch ist mit seinem Wohnmobil und ja, dass wir mal zeigen können, wie das ganz praktisch gehen kann, wie man eine Osmoseanlage in so ein Wohnmobil einbaut. Ja, ja. Erzähl mal, Hermann, wie... Ja, schönen Dank, Michael. Wir kennen uns jetzt ja seit etwa einem Jahr und aufgrund des gemeinsamen Interesses an sauberem Trinkwasser. Und meine erste Frage war natürlich, weil ich dauernd mit dem Wohnmobil unterwegs bin, wie bekomme ich jetzt dauernd, wenn ich die Woche über arbeite, wie bekomme ich sauberes Trinkwasser im Wohnmobil? Und habe natürlich sehr schnell nach einer Lösung gesucht, wie wir eine Umkehrosmose-Filteranlage im Wohnmobil installieren. Und wir haben jetzt an diesem Wochenende, dank Michaels sehr kreativer Arbeit, gemeinsam die neueste Variante eingebaut, die wir jetzt gerne mal zeigen möchten. Ja. Ja, die Osmoseanlage ist also so aufgebaut, weil man im Wohnmobil ja nicht überall den Platz für eine komplette Anlage hat, sind wir hingegangen und haben zuallererst mal die notwendigen Schläuche am zentralen Wassertank angeschlossen. Dort gibt es dann einen Ansaugschlauch und einen Abwasserschlauch, für die wir dann Löcher da reingebohrt haben. Und diese beiden Anschlüsse haben den geringsten, ja, ich sag mal, Schaden an dem Wohnmobil angerichtet. Das ist ja sehr wichtig, wenn man noch Garantie drauf hat und ähnliche Geschichten, dass man das möglichst zerstörungsfrei hinbekommt. Ich finde, das sind zwei ganz wichtige Aspekte. Also einmal ist die Osmoseanlage hier nicht am Wasserleitungsnetz des Wohnmobils angeschlossen, weil das mit dem Druck wahrscheinlich auch gar nicht so super gut gepasst hätte, sondern sie saugt direkt aus dem Tank an mit einer selbst ansaugenden Boosterpumpe für die Osmoseanlage. Und ein zweiter wichtiger Punkt, das ist vielen Menschen auch nicht so bekannt. Man weiß ja, dass eine Osmoseanlage immer Spülwasser hat und beim Wohnmobil hat man natürlich nur einen begrenzten Wasservorrat und muss sehr sparsam damit sein. Und viele denken dann, das geht eigentlich gar nicht, weil wenn man so viel Spülwasser braucht, das verschwendet mir viel zu viel Wasser im Wohnmobil. Und tatsächlich kann man das aber so machen, wie Hermann das eingebaut hat, dass man das Spülwasser direkt zurück in den Vorratstank des Wohnmobils leiten kann. Weil das ist ja nicht versaut oder so, das Spülwasser. Da ist einfach nur ein bisschen mehr Kalk und die Dinge halt, die im Reinstwasser, im Osmosewasser nicht mehr drin sind, die sind da halt zusätzlich drin, aber darüber hinaus keine zusätzlichen Verunreinigungen. Und um jetzt das Geschirr abzuwaschen oder sich selber zu waschen, dafür kann man das durchaus noch verwenden. Ne? Naja, und der Wassertank reicht, der Inhalt des Wassertanks reicht, wenn ich dort alleine oder wenn wir zu zweit darin leben, reicht er für 2-3 Tage. Spätestens nach einer Woche wird der Inhalt sowieso einmal komplett ausgetauscht. Aber wenn man autark mit dem Reisemobil unterwegs sein möchte, ist diese Vorgehensweise sicherlich der beste Kompromiss, dass man nicht zu schnell zu viel Wasser in den Abfluss leitet. Genau. Ja, ich würde sagen, dann gehen wir mal rum. Wir haben die Vorfiltereinheit in der Garage des Fahrzeugs eingebaut. Die Vorfiltereinheit ist der größte Teil der Osmose, vom Volumen her, der Osmoseanlage. Und deswegen war ein vernünftiger Platz im Wesentlichen nur hinten in der Garage. Um jetzt mal den Bezug zu den Selbstbaufiltern herzustellen, Hermann hat hier die Vorfiltereinheit vom Aquarius Maximus genommen. Aber es ist kein kompletter Maximus, sondern
Als du damit angefangen hast, hast du den Maximus erstmal wie den Minimus benutzt, nur mit der größeren Vorfiltereinheit, weil das macht schon Sinn. In einem Wohnmobil ist das Wasser, was aus dem Vorratstank des Wohnmobils kommt, ja nicht immer so sauber wie das Wasser, was aus der Leitung kommt. Da sind manchmal auch mehr Schwebstoffe drin und da ist es schon gut, den etwas größeren Vorfilter vom Maximus zu verwenden. Ja, genau. Und die Aufteilung der Anlage in Vorfiltereinheit und den Rest der Anlage, den wir dann gleich drinnen zeigen, die macht deshalb Sinn, weil einfach im Wohnmobil ist wenig Platz. Und die Überlegung war, die eigentliche Filterkartusche, die eigentliche Membran, die sollte ja so nah wie möglich an der Stelle sein, wo man das Trinkwasser entnimmt. Also haben wir eine Verbindungsleitung von der Vorfiltereinheit zur Spüle im Wohnmobil gelegt. Genau. Das heißt, einmal eine Leitung vom Wassertank zur Vorfiltereinheit und dann eine Leitung unter die Spüle. Und ja, der Rest findet sich jetzt unter der Spüle wieder und dort sind sowohl die Steuerung als auch die Membran untergebracht. Und ja, finalisieren werde ich das dann, wenn ich wieder daheim bin, mit einem zusätzlichen Wasserhahn, den wir aber jetzt noch nicht so zeigen können. Vielleicht können wir hier noch zwei Details sagen. Wir haben hier neben der Vorfiltereinheit auch in der Garage die selbstansaugende Pumpe, die das Ganze mit ausreichendem Druck versorgt. Und die ist hier auch an eine Holzwand geschraubt. An sich ist diese Pumpe sehr geräuscharm. Das ist allerdings eine Membranpumpe, die eine Vibration erzeugt. Und dadurch, dass es jetzt hier an die Holzwand geschraubt ist, macht es in einigen Bereichen vom Wohnmobil schon eine kleine Akustik, dass man das hört, dieses Laufgeräusch der Pumpe. Im Schlafbereich in diesem Wohnmobil glücklicherweise mehr oder weniger nicht. Und dann ist noch vielleicht wichtig, wie Hermann das angebaut hat. Er hat diese ganze Halterung mit den drei Vorfiltern nochmal mit Schaumgummi gepolstert gegen die Wand und dann mit einem Brett von der anderen Seite gegengeschraubt, sodass bei den starken Vibrationen, die im Wohnmobil auftreten können, tatsächlich da auch ein gewisser Schutz da ist, weil es ist vibrationssicher, genau. Genau. Und weil die Filtereinheit ist ja einfach nur eingehängt in Ösen und ich halte es mit Schaumstoff und mit vier dicken Gewindeschrauben nochmal richtig an der Rückwand fest. Ja, zu den Geräuschen, die die Pumpe macht. Die Pumpe ist leiser als die Wasserpumpe, die fest verbaut ist. Das heißt, im normalen Betrieb ist sie sogar weniger störend. Der Aspekt, den du genannt hast, ist nur dann wichtig, wenn wir eine regelmäßige Spülung haben, die in der Zeit abläuft, wo der Filter sonst nichts zu tun hat. Ja. Also alle 6 Stunden macht diese Anlage eine, wie heißt die Spülung? Naja, eine Pausenspülung. Eine Pausenspülung. Und ja. Naja, deswegen ist es schon wichtig, dass man, wenn man schläft, eben nicht von der Pumpe geweckt wird. Und das hat auch bisher gut funktioniert. Also ja. Der Abstand ist schon so groß und man kann die Pumpe sicherlich dann auch nochmal zusätzlich Schall dämpfen, wenn man da so eine Gummieinheit dazwischen macht oder sowas. Wir sprechen jetzt hier schon von so automatischen Spülungen, da sollten wir jetzt vielleicht auch mal erklären, wie die passieren, weil ja. Ich hatte ja vorhin gesagt, du hast angefangen mit einem Maximus, der wie ein Minimus verwendet wird und da hast du anfangs ja die ganzen Spülungen, wie das im E-Book vom Minimus beschrieben ist, manuell mit der Hand gemacht. Genau, Handbetrieb. Und jetzt bist du einer der Ersten, der unser neues Gerät testet. Das sieht so aus, das ist eine kleine elektronische Mikrocontroller-basierte Steuerung, die vollautomatisch die Pumpe steuert und das Magnetventil für die Membranspülung. Und das ist jetzt in dem Fall hier nicht nötig. Wenn man das in der Küche verwendet, könnte sie auch noch
die Wasserzufuhr ein- und ausschalten. Das Ganze wird bedient über einen einfachen Tastschalter, der dann in der Küche ganz in der Nähe des Filters montiert ist. Und man drückt einfach auf den Taster, dann geht die Pumpe hier an und der Filter fängt an zu laufen. Man drückt nochmal auf den Taster, dann geht die wieder aus. Oder sie geht zeitgesteuert aus, wenn die kann man so einstellen, die Zeit hier, dass das Vorratsgefäß, was man normalerweise benutzt, in dieser Zeit genau gefüllt wird und sich die Anlage dann ausschaltet. Und diese Mikrocontroller-basierte Steuerung mit ihrer Software ist auch so intelligent, dass sie alle 6 Stunden lang, wenn der Filter 6 Stunden nicht benutzt wurde, macht sie eine Pausenspülung oder sie kann eine Pausenspülung machen. Man muss das nicht, man kann das auch alles aktivieren oder deaktivieren. Das ist ja vorteilhaft, wenn das Wohnmobil zum Beispiel einige Tage steht und der Filter gar nicht benutzt wird. Wenn er dann alle 6 Stunden automatisch gespült wird, verringert das Verkeimungsrisiko in dem Filter wesentlich. Ja, prima. Dann gehen wir mal rein. So, jetzt sind wir drin im Wohnmobil und im Moment ist der Aufbau hier noch etwas experimentell. Wir werden dann die endgültigen Versionen nochmal per Foto einblenden. Wir haben jetzt hier den Taster, über den der Michael eben gesprochen hat. Und hier kommt die Leitung von der Filteranlage oben raus. Und hier ist mein Vorratsbehälter, so wie er noch von dem Aufbau für den Aquarius Maximus vorgesehen ist. Wir können den Deckel auch abnehmen, ne? Ja, genau. Also der Schwimmerschalter, der hier drin ist, der ist außer Betrieb. Der wird hier für diese Steuerung jetzt nicht benötigt, weil die hat ja eine Zeitsteuerung und schaltet sich nach einer fest vorgegebenen Zeit automatisch aus. Genau. Ja, der ist zwar noch fast voll, aber wir stellen den Vorratsbehälter jetzt mal ins Spülbecken. Das ist die sicherste Variante, wenn es dann überläuft. Läuft es halt direkt in den Abfluss. Die Filtereinheit und die Steuerungseinheit ist hier unter der Spüle eingebaut. Ja, vielleicht erzählst du was zu den... Wir haben das hier kompakt auf ein Brett gebaut und mit Lüsterklemmen die Anschlüsse nach außen geführt, damit man das auch mal rausnehmen kann für Wartungszwecke. Und auf dem Brett befindet sich erstmal, wie Hermann vorhin schon sagte, das Membrangehäuse mit der Umkehrosmosemembran, damit einfach der Weg vom Reinwasserausgang bis hier oben in den Vorratsbehälter rein möglichst kurz ist und im Reinwasserbereich möglichst wenig Kunststoff im Spiel ist. Das ist der Hintergrund dafür. Und dann befindet sich auf diesem Brett die kleine elektronische Steuerung mit dem Mikrocontroller drin. Und dann sieht man hier noch so eine kleine Platine, die ist nur behelfsweise hier drin, weil... Wir haben im Wohnmobil eine 12 Volt Stromversorgung und die Ventile und die Pumpe arbeiten mit 24 Volt. Genau. Und diese kleine Platine macht für den Betrieb dieses Filters 24 Volt aus 12 Volt. Und wenn wir irgendwann dann ja passende Geräte haben, Ventil und Pumpe, dann können wir dieses Platinchen entfernen, ersetzen. Genau, das ist nur vorübergehend, weil wir gerade keinen Zugriff auf 12 Volt Magnetventile und 12 Volt Pumpe hatten. Die waren leider nicht rechtzeitig gekommen, damit wir sie dieses Wochenende hier verwenden konnten und das wird dann die nächsten Tage ausgetauscht. So dass man am Ende nur unsere kleine Steuerung in dem Alugehäuse hat und den Taster, der nach oben geführt wird. Ja, dann nehmen wir das Ganze mal in Betrieb. Michael, du bist der Experte. Wir haben den Taster jetzt einfach mal so rausgeführt. Also das ist so ein Uniflächentaster, heißt er. Das ist ein sehr preiswerter und ganz flacher Taster, den man auch irgendwo aufkleben kann. Den kann man auf eine Fliesenwand kleben oder auch vielleicht so unter die Arbeitsplatte von der Spüle, wenn er gar nicht zu sehen sein soll. Ja, der Vorteil von diesem Taster ist halt, er ist so
flach und kann irgendwo aufgeklebt werden und sieht aus wie ein Unterputztaster trotzdem. So, den drücke ich jetzt einfach einmal kurz. Jetzt hat unsere Steuerung ganz leise gepiept, das hat man vielleicht im Ton der Kamera jetzt nicht gehört. Die Pumpe ist losgegangen, das hört man leise und jetzt sieht man hier, wie nach. Es braucht ein paar Sekunden, bis sich der Druck aufbaut mit der Pumpe und dann fängt es hier an zu fließen. Die Membranspülung ist jetzt nicht losgelaufen, weil wir den Filter vor ein paar Minuten noch benutzt hatten. Diese Steuerung, die hat eine gewisse Intelligenz drin, die macht die Spülung auch nur dann, wenn sie nötig sind. Und wenn der Filter kurz vorher gerade noch gelaufen ist, ist die Spülung nicht nötig und dann wird sie auch nicht durchgeführt. Ja. Es gibt verschiedene Spülungen. Vielleicht gehst du da kurz nochmal darauf ein, die alle mit dieser kleinen Steuerung durchgeführt werden. Okay. Es gibt einmal die automatisierten Membranspülungen. Das ist zum einen, wenn der Filter jetzt eine Weile nicht genutzt wurde und er dann eingeschaltet wird, dann wird eine kurze, 10 Sekunden lange Membranspülung gemacht, um einfach, falls sich Keime in der Filterpausenzeit angesiedelt haben, dass die erstmal noch wieder rausgespült werden. Das bedeutet, dass das Wasser hier nicht sofort anfängt zu laufen, wenn die Membranspülung läuft, sondern erst mit einer Verzögerung von ungefähr 10 Sekunden. Dann gibt es eine zweite Membranspülung, die Nachmembranspülung. Die findet statt, wenn der Filter ausgeschaltet wird. Ich kann ihn jetzt mal wieder ausmachen hier, indem ich einfach einmal kurz den Taster drücke. Dann hört es jetzt hier auf zu laufen. Und wenn wir jetzt ein paar Minuten warten, dann läuft die Nachmembranspülung. Deswegen mit einer kleinen Verzögerung, weil es ja sein kann, dass jetzt gleich das nächste Vorratsgefäß hier drunter gestellt wird und der Filter wieder angestellt wird. Wenn das passiert, dann macht es ja keinen Sinn, die Nachmembranspülung sofort laufen zu lassen. Deswegen ist die mit einer Verzögerung von ein paar Minuten. Die dauert dann noch etwas länger und spült gründlich dieses mit Mineralien und Kalk höher konzentrierte Wasser aus dem Membrangehäuse noch einmal raus und beugt so einer Verkalkung der Membran vor. Ja, und dann gibt es noch die Stehwasserspülung. Das kennt ihr ja aus anderen Videos von mir, dass die ganz wichtig ist, weil die Osmosemembran in der Filterpause etwas durchlässig wird und dann im Stehwasser etwas mehr Verunreinigungen enthalten sind und auch durch die Filterpause können auch im Stehwasser etwas mehr Keime drin sein und das sollte auch erstmal rausgespült werden. Man kann mit dieser Steuerung eine halbautomatische Stehwasserspülung aktivieren und wenn die aktiviert ist, dann ist das so, wenn man den Filter einschaltet und der hat jetzt eine gewisse Zeit an Filterpause gehabt, dann piept der nicht einmal beim Einschalten, sondern zweimal und sagt einem damit, jetzt mache ich erstmal die Stehwasserspülung und lässt dann das Stehwasser ab. Und wenn er damit fertig ist, dann piept er ein paar Mal und dann weiß man, das war jetzt das Stehwasser, das kann ich jetzt für die Blumen nehmen oder anders entsorgen. Und dann starten wir den Filter neu und dann beginnt die eigentliche Reinwasserproduktion. Ja, also selbst mit dieser einfachen Bedienung ist diese Steuerung ja sehr mit vielen Funktionen ausgestattet. Es gibt dazu eine sehr professionell gestaltete Anleitung auch von Michael. Es ist erstaunlich, wie viel man mit einem Taster und einem Piepser erreichen kann. Ja, das hier ist eine Kurzanleitung. Da habe ich versucht, das Ganze mal kompakt auf zwei Seiten zusammenzufassen. Es gibt auch natürlich eine ausführliche Anleitung, aber um das jetzt mal im Wohnmobil irgendwo schnell parat zu haben, ist so eine Kurzanleitung viel, viel schöner. Da steht das Allerwichtigste drauf und wenn man das einmal verstanden hat, dann kann man das hier ganz schnell wieder nachlesen. Ja. Ja, ich denke, das waren die wesentlichen Dinge, die dazugehören. Ich freue mich jetzt auf den Betrieb einer stark automatisierten Version dieser Anlage und bin sehr dankbar für das saubere Wasser, das mich damit jetzt auch erwartet. Sauberes, gesundes Trinkwasser. Ja, schönen Dank, Michael. Ja, danke, Hermann. Also und schönen Dank fürs Zusehen. Ja, demnächst gibt es weitere Neuigkeiten dazu, sowohl bei dir als auch
bei mir bezüglich der Steuerung und bei dir wahrscheinlich bezüglich Anwendungsfall Wohnmobil. Ne? Ja. Und da stehen auch noch andere große Aktionen an. Ihr dürft gerne gespannt sein. Ja. Okay, alles danke. Gute. Tschüss.